Hallo Klickenabendler, wir sind auf der Spiel in Essen 2023 und natürlich schauen wir auch bei den Asiaten vorbei. Jetzt sind wir bei Itten und bei Itten haben wir auch zwei neue Spiele. Die haben ja ein Crowdfunding gemacht mit vier neuen kleinen Spielen und die stellen wir euch demnächst vor. Und jetzt haben wir noch zwei neue, die wahrscheinlich dann nachträglich auch mit deutscher Schachtel rauskommen. Das ist hier noch die japanische Schachtel und das Spiel heißt Gold Hunting. Gold Rush. Oh nein, Gold Hunting, ja. Aber es ist ein bisschen ein Rush, weil wenn man zu viel haben will, verliert man auch wieder alles. Wie beim echten Gold Rush. Es ist ein Spiel für zwei Personen und da geht es ums Einschätzen. Richtig. Wir bauen mit unseren Steinchen hier versteckt Türmchen. Können wir ja mal einmal vormachen. Was so, wichtig ist, manche Steine sind hier drei aneinander geklebt, manche zwei, manche einzeln. Und man kann hier vielleicht auch schön sehen, die sind nicht perfekt aufeinander geklebt. Das macht die Sache dann nicht einfacher. Wir machen jetzt vielleicht einfach mal zwei oder Stapelchen. Die können beliebig hoch sein. Okay, dann machen wir alle. Wie viel muss ich machen? Theoretisch vier Stapel beliebiger Höhe. Okay. Gut. Oh, und gut, machen wir mit. Welchen möchtest du? Hier sind auf der Rückseite Nummern drauf. Wir haben gerade gesehen, die Steinchen haben die Höhe 1 bis 3. Das entspricht einer Höhe. Der Spielablauf ist im Prinzip, ich sage an, was ich denke, dass ich nehmen werde. Ich sage jetzt einfach mal 2. Das ist ein Zweier, den darf ich jetzt erstmal behalten. Ich sage mal an 3. Das kommt jetzt leider weg. Nichts verdient. Ich sage jetzt einfach mal, ich habe hier die 3 und behaupte, dass das ein Dreier ist. Es ist nicht der Dreier. Ich darf den weniger Wert behalten. Also den Einer darf ich behalten, das kommt wieder weg. Den habe ich verloren. Sonst hättest du ihn behalten und der wäre 2 Punkte wert. Richtig, am Ende des Spiels. Alternativ kann man die auch so benutzen, dass man alles Gold, was man schon hat, zur Seite legt und nie wieder verlieren kann. Aber schade. Genau, und das ist im Prinzip alles. 2. Genau. Das macht man so lange, bis alle Türmchen weg ist und wer gewinnt? Der mit meisten Türmchen. Genau. Ne, der mit mehr Geld am Ende, genau. Super. Das war das Spiel Gold Hunting, aktuell noch in Japanisch mit, ich glaube, die Anleitung ist in Englisch wahrscheinlich. Wahrscheinlich demnächst. Das auf jeden Fall. Und hätte man hier in Essen kaufen können bzw. spielen können und vielleicht gibt es da auch nochmal einen neuen Kickstarter mit vier neuen Spielen. Mal schauen. Eventuell.